Brot gilt seit eh und je als Grundnahrungsmittel in Europa schlechthin. Und diese Auswahl an Brotgeschäften, sie ist groß, denn Bäckerfilialen gibt es mittlerweile in jeder Ecke. Heute bin ich zu Besuch in der Bäckerei Wannenmacher. Ihr Lokal im 19. Gemeindebezirk, das besteht schon seit mehr als 170 Jahren. Ja, und das ist kein Filialist, keine Brotboutique, sondern ehrliches Bäckerhandwerk. Hallo Gregor. Hallo Lischon. Hallo, wie geht's? Gut, danke, danke. Ja, dann gehen wir danke mal weiter. Gerne, gerne doch. Es riecht schon sehr gut. Danke. Das Besondere hier, Wannenmacher ist der älteste Familienbetrieb in der Branche in Wien, der noch immer im Besitz der Gründerfamilie ist. Als Urenkel von Alois Wannenmacher, dem Gründer des Traditionsunternehmens, führt Gregor Lautner den Betrieb in achter Generation. Und dies macht der Bäckermeister mit Leidenschaft. An ihm sind die Preisexplosionen natürlich auch nicht so einfach vorbeigegangen, aber für den Inhaber steht Qualität immer an erster Stelle. Herr Gregor, in Zeiten der Pandemie, des Kriegs und vor allem jetzt auch des Klimawandels, wie geht es dir, wie geht es deiner Bäckerei und vor allem musst du jetzt deine Semmeln vielleicht etwas kleiner backen? Prinzipiell haben wir natürlich ein Problem mit den Rohstoffen, mit den Energiepreisen. Mhm. Die Rohstoffpreise sind massiv gestiegen, genauso wie die Energiepreise. Und die machen doch zwischen 60% und 80% eines Produktes aus, neben den Personalkosten. Und wir werden einfach dementsprechend die Produkte auch verteuern müssen, was anders doch nicht möglich ist. Kannst du mir ein Beispiel geben, wie viel haben deine Semmeln vorher gekostet und wie viel kosten sie jetzt? Bis vor dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine haben die Semmeln ca. 32 Cent gekostet und jetzt sind wir bei 38 Cent. Wobei ich dazu sagen muss, dass es vielleicht nicht das Ende ist, dass da noch Luft nach oben ist. In seiner Funktion als stellvertretender Branchensprecher der Wiener Bäcker ist es ihm ein großes Anliegen, das echte Bäckerhandwerk zu erhalten. Dies ist insbesondere in Zeiten wie diesen schwierig. Vor allem faire Bedingungen europaweit hält er für sehr wichtig. Gregor, was denkst du, ist die Lösung auf der europäischen Ebene, damit sich die österreichischen Bedingungen wieder normalisieren? In erster Linie brauchen wir auf europäischer Ebene, vor allem aber im osteuropäischen Raum, faire Arbeitsbedingungen mit einer fairen Bezahlung für die Mitarbeiter, somit dass die Mitarbeiter im osteuropäischen Raum auch mehr davon haben. Und wir brauchen auf alle Fälle eine Energielösung auf europäischer Ebene, damit jeder die gleichen Bedingungen hat. Das heißt, dass jeder gleich viel für Strom, Gas und sämtliche Energie bezahlt. Wenn wir noch tief und fest schlafen, beginnt für den Bäckermeister die Arbeit. Für sein süßes Gebäck verwendet Lautner ausschließlich österreichische Milchprodukte, die auch wirklich aus Österreich kommen und wo nicht nur Österreich draufsteht. Das ist dem Bäckermeister sehr wichtig. Für seinen Bestseller, das Roggenbrot, achtet er sehr genau auf das Rührwerk und die Rührzeit. Ich zeige dir das, wenn man das einschaltet. Ja. Das ist die langsamste Art und Weise, wie man Roggenteig herstellen kann. Ja? Dieses ganz langsame Durchmischen quasi, das ist für einen Teig perfekt, weil die Aromastoffe zur vollen Entfaltung kommen. Also umso länger ich etwas mische, umso besser. Wie lange? Wir mischen hier ungefähr, also wenn das halb voll ist, eine Dreiviertelstunde und wenn es voll ist, eine Stunde circa. Dann muss der Teig noch lange ruhen, bis er von ihm weiterverarbeitet wird. Das ist die Brotauswiegestelle sozusagen. Hier geben wir dann den Teig her und hier wird er händisch alles portioniert. Wir verwenden nur Maschinen zum Rühren. Sämtliche Aufarbeitungsschritte wird alles händisch gemacht, alles. Das Leibbrot, das sich vor kurzem noch im Ofen befunden hat, durfte dann ich anschneiden. So. Gregor, wenn das Brot schon fertig ist, dann möchte ich es natürlich auch kosten und sehen, ob es sich wirklich von den anderen hervorhebt. Man merkt, es ist Qualität vor Quantität und Bäckerhandwerk vor der Maschine. In deinem Familienbetrieb ist also wirklich Tradition großgeschrieben. Und ich denke auch, Gregor, da spreche ich für alle anderen, du hoffst natürlich, dass sich die Situation bald entspannt. Wir hoffen, dass sich die Situation bald normalisiert, dass wieder normale Bedingungen herrschen, somit dass wir unseren Betrieb auch erfolgreich in die 9. Generation weitergeben können.